Weißt du was? Du solltest dich viel öfter schminken, das sieht richtig gut aus. Dankeschön. Und ich mag dein Outfit. Also für mich persönlich wäre es jetzt nichts, aber dir steht's. Danke. I don't know how to take this. Ihr kennt sie bestimmt auch, Anti-Komplimente. Also Komplimente, die eigentlich keine sind. Im ersten Moment freut man sich, fühlt sich gesehen und je länger man drüber nachdenkt, desto härter kickt dann die versteckte Beleidigung. Boah, ist das böse, ne? Ein bisschen so wie Leute in Comics, die noch so kurz in der Luft stehen bleiben, bevor sie dann richtig tief fallen. Was wäre also, wenn wir alle möglichen Komplimente vorher sammeln könnten und uns überlegen könnten, was daran falsch ist und wie wir darauf antworten könnten? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Zum Glück kenne ich da genau die richtige Person dafür, Sylvie Carlsson. Ihr kennt Sylvie wahrscheinlich von ihrem YouTube-Kanal. Sie spricht Themen an, da denke ich mir oft, endlich sagt's mal jemand. Sie spricht viel über Schönheitsideale, die sie in Frage stellt, contentbeleidigende Kommentare, analysiert oft, was auf YouTube oder in anderen Medien falsch läuft und macht sogar Musik. Ich persönlich schaue ihre Videos schon seit sehr vielen Jahren und sie ist der Grund, warum ich, und ich bin mir sicher sehr viele andere auch, ein bisschen weniger Probleme mit sich selbst haben. Ich werde dir jetzt immer ein Antikompliment nennen und du sagst mir, wie du darauf reagieren würdest oder was daran falsch ist. Ja. Fangen wir mit dem ersten an und das kennst du wahrscheinlich auch. Und zwar ist es mutig, dass du sowas trägst mit deiner Figur. Ich hatte da auch mal eine Kolumne tatsächlich drüber geschrieben, weil ich mir darüber super viele Gedanken gemacht habe, weil tatsächlich die Person, die das sagt, die meint das wirklich als Kompliment, meiner Meinung nach. Bedeutet aber eigentlich ja auch nur, dass die Person, die das sagt, einfach noch voll gefangen ist in diesen Schönheitsidealkonstrukten, so boah krass, dass du dich das traust, so überhaupt rauszugehen mit dieser Figur, ist natürlich schon ein wenig abwertend. Ich würde vielleicht sowas sagen wie, denkst du oder so, aber so richtig darauf reagieren kann man gar nicht so in einem Kontersatz, glaube ich. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Anti-Kompliment und das ist, tolles Kleid, das kaschiert so schön. Hi! Ja, es ist was da, was du kaschieren musst. Also hast du gut gemacht, so, dass du es so versteckt hast. Dankeschön. Das ist natürlich Quatsch. Auch so Sachen wie, das sieht vorteilhaft aus oder unvorteilhaft finde ich noch viel schlimmer, weil was ist vorteilhaft, was ist unvorteilhaft? So, das ist immer schwierig, weil... Habe ich übrigens sehr oft bekommen. Ja? Dieses, sieht vorteilhaft aus. Ja, auf jeden Fall. Und ich war auch immer so, geil, nice, dann trage ich das. Und jetzt denke ich mir so, Moment... Ja, ne, also ne, vorteilhaft im Sinne von, okay, das passt halt dann ins Schönheitsideal, so. Dann kommen wir nochmal zum nächsten Anti-Kompliment und das ist, wow, du hast aber abgenommen, sieht gut aus. Man bekommt immer Komplimente dafür, dass man abnimmt. Also ich habe noch nie jemanden zu mir sagen hören, okay, cool, du hast zugenommen, sieht gut aus. Also das, ich finde generell sollte man eigentlich davon absehen oder aufhören damit irgendwie Komplimente aufgrund von Gewichtszu- oder Abnahme zu machen, weil das einfach in beide Richtungen schlechte Gefühle auch auslösen kann, weil man weiß ja auch nicht, was dahinter steckt. Und generell, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen versucht zu distanzieren von anderen Meinungen und einfach weiß, Dinge, die andere Menschen sagen, sagen einfach immer viel, viel mehr über die Person aus, die es sagt, über sie selber, als über die Person, die adressiert wird, dann weiß man eigentlich auch bei solchen Aussagen wie, das ist mit deiner Figur echt mutig, dass das eigentlich so ein bisschen das Problem der Person ist, die das sagt. Also nicht du bist mutig, weil du das Outfit trägst, sondern die Person denkt, dass das mutig ist und eigentlich kann man dann auch so ein bisschen Mitgefühl entwickeln, dass so meine Bewältigungsstrategie, weil ich dann auch nicht mehr so emotional darauf reagiere. Voll, ich hab's gerade ein bisschen Klick gemacht bei mir. Also ja. So dieses, das stimmt einfach, zu 100%. Dann kommen wir mal zum nächsten und zwar, stell dir vor, jemand sagt zu dir, hey Silvi, du siehst richtig gut aus für dein Alter. Oh Gott, ey. Hast du schon mal bekommen? Ich habe das auch schon selber gesagt. Oh, okay, okay. Also ich habe das schon ein paar Mal selber gesagt und als ich das aber mal so gelesen und hinterfragt habe, dachte ich so, boah, ich meine, same, man lernt ja auch immer dazu und so, aber natürlich ist suggeriert, ja, wir wollen jung bleiben und Alter ist was Schlechtes. Und tatsächlich, ich musste da total gerade an so ein Sprichwort denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dieses Frauen sind wie Milch und Männer sind wie Wein. Kennst du das? Nein. Also doch, wird mit dem Alter besser, oder?
Ja, genau. Weil Frauen werden quasi im Alter schlecht und Männer besser. Wow, das kann, aber das, die Milchzusatz kannte ich nicht. Ich kannte nur den Wein. Krass. Also deswegen haben auch Frauen ganz oft auch so Ängste Ende 20, weil sie so denken, okay, jetzt ist mein Zenit erreicht. Und ich selber das auch in mir spüre, dass man eben da so drauf, ja, trainiert wird. Okay, Frauen werden im Alter einfach schlechter, Männer besser. Das ist ja so richtig internalisierte Misogynie eigentlich. Und obwohl das ja eigentlich der gleiche Altersprozess ist. Weißt du, das ist ja das Schöne, dass wir nicht alleine älter werden, sondern alle. Stimmt, wir sitzen eigentlich alle im Boot, ja. Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich geil, weil dann sind wir nicht alleine. Stimmt. Dann kommen wir zu dem nächsten Antikompliment, was ich selbst auch genauso gehört habe. Ich mag dich ja, aber am Anfang dachte ich irgendwie, dass du voll unsympathisch oder vielleicht auch zickig bist. Zickig? Natürlich dieses, okay, andere Frauen mag ich nicht so gerne, weil Frauen sind ja immer so zickig. Das finde ich schwierig, aber gut, unsympathisch können die Leute schon am Anfang mal sein, ne? Weiß ich nicht, wenn mein Gesicht entspannt aussieht, ist... Man nennt es Resting Bitch Face, aber da habe ich ja auch mal was zugeschrieben. Das finde ich ja auch nicht so geil, das Resting Bitch Face. Ja. Ich glaube, bei mir war das mal, da kannte ich die Person vorher nicht. Sie hat mich nur vom Profilbild gesehen. Und als ich sie dann in echt gesehen habe, hieß es so, hey, ich dachte, du bist voll unsympathisch. Und als ich dann gefragt habe, warum eigentlich? Ja, keine Ahnung, auf dem Profilbild schaust du halt irgendwie so aus. Und dann habe ich halt geguckt, was das Bild ist. Und da lächle ich halt einfach nicht drauf. Sondern ich habe gedacht, ich schaue so voll selbstbewusst aus. Die Person hat gedacht, ich schaue unsympathisch aus. Das liegt ja dann bei der Person, nicht bei dir selber. Nächstes Antikompliment ist, du bist anders als die anderen Frauen. Ja, warum muss man denn andere runtermachen, um ein Kompliment zu machen? Weil ein Kompliment braucht es ja nicht, jemand anders runterzustufen. Aber das mit dem Frauending habe ich schon oft gehört. Und da gibt es ja auch, also ich hatte in der Teenagerzeit ganz oft so Freundinnen, die das über Frauen gesagt haben. Ja, du bist echt die einzige Freundin, die ich habe, weil ich komme eigentlich besser mit Jungs klar. Du bist halt anders als die anderen Mädchen. Du bist nicht so zickig, mit dir ist es nicht so anstrengend. Du bist die Ausnahme. Du hast ja aber tatsächlich auch mal so gedacht, du hast ja sogar ein Stand-up-Piece dazu gehabt, wie du erzählst, du bist anders als die anderen YouTuberinnen, weil du machst kein Make-up. Und erinnerst du dich noch, wo du dann gemerkt hast, Moment, das macht gar keinen Sinn so? Ja, also nicht wie alle anderen YouTuberinnen, aber tatsächlich wollte ich mich so krass davon abgrenzen, dass ich eben kein Make-up mache und kein Beauty. Also ich wollte halt auf gar keinen Fall so wahrgenommen werden, als wäre ich stereotypisch anstrengend, zickig, würde mich nur für Make-up und oberflächliche Sachen interessieren, weil ich halt einfach mich abgrenzen wollte. Das steckt dahinter und das steckt auch meistens, würde ich sagen, generell dahinter, wenn man solche Aussagen als Frau oder Mädchen trifft, weil man sich einfach gerne abgrenzen möchte und nicht so wahrgenommen werden möchte. Es ist halt eine einfache Strategie, um das zu kompensieren oder sich davon irgendwie frei zu machen. Es ist aber natürlich, ne, das festigt halt das Problem. Natürlich, ja. Und dann habe ich das auf alle Fälle irgendwann gemerkt und dachte mir, boah, wie unangenehm. Also wirklich unangenehm ist mir das bis heute, obwohl das schon Jahre her ist, aber ich denke da immer noch oft dran, denke mir, was hast du da eigentlich gemacht? Aber ich finde es auch ganz wichtig, irgendwie darüber zu reden, dass man selber auch mal irgendwie so Denkweisen hatte, weil wir halt irgendwie fast alle irgendwie nicht frei davon sind und da auch gar nicht für immer drin bleiben müssen. Dann gibt es nochmal einen auf Kosten anderer, ein Antikompliment. Das kommt dir vielleicht bekannt vor. Und zwar ist es, so muss eine echte Frau aussehen. Echte Frauen haben Kurven, nur Hunde spielen mit Knochen. Boah, ist das böse, ne? Das ist ja genau das gleiche Prinzip wie gerade, ein Kompliment, was sich daran bedient, andere runterzumachen und Thin-Shaming zu betreiben. Und Thin-Shaming ist ebenfalls Body-Shaming. Das heißt, du beleidigst damit ja auch andere Menschen einfach nur aufgrund ihres Körperbaus. Und die können ja auch nichts dafür. So, ne? Es ist so, warum tun wir das? Ja. Klar, es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, weil man so gegen dieses Abnehmen-Prinzip der Gesellschaft vorgehen will und diesen Schlankheitswahn. Aber natürlich sind auch Menschen, die zum Beispiel sehr dünn sind, leiden unter Kommentaren von Menschen, die sagen, iss doch mal was. Das ist genauso beschissen eigentlich. Und das suggeriert ja dieser Kommentar. Deswegen Quatsch. Weil wie sieht eine richtige Frau aus? Das ist so... Ja. Tell me about it, ohne Scheiß. Und weil wir natürlich nicht nur Negatives hier jetzt haben wollen,
möchten wir gerne auf einer positiven Note enden, aber einem wirklichen Kompliment. Was ist denn ein Kompliment, was du in letzter Zeit vielleicht bekommen hast, was du mega schön fandest, worüber du dich mega gefreut hast? Also ich glaube so, wenn Menschen mich besser kennen, ist so das schönste Kompliment, was sie mir machen können, dass sie bei mir sie selber sein können und sich einfach wohlfühlen. Weil das zeigt halt auch voll das Vertrauen, weil ich glaube, wir passen uns halt auch oftmals an oder setzen eine Maske auf, um irgendwie reinzupassen. Und wenn jemand so vollkommen frei bei mir sein kann, ist das für mich persönlich das schönste Kompliment irgendwie. Und wenn mich jemand nicht so gut kennt, ist das schönste Kompliment eigentlich immer, finde ich, du hast eine mega Ausstrahlung oder tolle Ausstrahlung. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ausstrahlung habe ich nämlich neulich auch mal bekommen und das fand ich mega schön irgendwie so. Voll neutral, ja. Und irgendwie so, oh, danke. Und ein Kommentar war auf dem Kanal bei uns, das war sowas wie, ich finde, du hast eine gute Jugendsprache drauf und kannst dich gut ausdrücken. Ich war so, danke schön, danke Mann, freut mich. Das ist auch ein schönes Kompliment. Also es geht auf jeden Fall auch ohne andere Leute runterzumachen und ohne Leute aufs Gewicht anzusprechen. Auf alle Fälle. Vielen Dank an Silvi für die ganzen Tipps und hoffentlich können euch diese Antworten auf die nächste Situation vielleicht so ein bisschen vorbereiten, in der ihr mal wieder ein Kompliment bekommt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Kompliment ihr schon mal bekommen habt, weil bestimmt haben wir irgendeins vergessen. Wenn es euch gefällt, dass wir Videos zusammen mit YouTuberinnen machen, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal da, weil so wissen wir, dass es euch gefällt und dass ihr mehr davon sehen wollt. Und wenn ihr außerdem mehr Videos von uns sehen wollt und ihr neu hier seid, dann checkt gerne unsere alten Videos aus. Hier sprechen wir mit YouTuberin Klein aber Hannah, was wir eigentlich gerne unserem 18-jährigen Ich sagen würden. Und wenn ihr mehr zum Thema Ich bin nicht so wie die anderen Frauen sehen wollt, dann checkt gerne dieses Video mit Aurora aus. Und ansonsten freue ich mich nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bye!